was in dieser Folge passieren wird. Hier können wir außen an ihm vorbeigehen. Es ist halt wirklich eng hier, wenn wir wirklich sein. Jetzt ist Nico Hülkenberg draußen und es gibt VSC, Leute. Betteln wir, dass dieses VSC bis zur geholt. Jetzt hier im Windschatten locker. Da gehen wir an Sainz vorbei. Die Aufholjagd geht weiter. Lewis ist nämlich auch nicht mehr weit weg. Und damit willkommen hier zu unserer F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season 3 und ja, wir haben wieder mal eine Last-to-First-Challenge, denn ich musste von ganz, ganz hinten starten, alle Komponenten mal austauschen und das mache ich gerne auch mal mit Strafen, ein, zwei Mal pro Saisonhälfte, denn man kommt sowieso bis zum Ende nicht mit diesen paar Komponenten zurecht. Also werden wir gerade in Spanien, die Strecke ist perfekt zum Überholen. Hier haben wir nun Barcelona, Catalunya, 4,6 Kilometer, 14 Kurven, 2 DS-Zonen und wie gesagt, gerade durch die Änderung in der letzten Kurve ist die Strecke jetzt einfach perfekt zum Überholen. Man kann so gut in Turn 1 rein überholen und auch generell die Strecke ist sehr gut. Der Regen, ja, ich bin ja pro forma eine Runde gefahren, die war jetzt auch nicht perfekt. Die hat uns auf den aktuell mal 10. Platz gebracht. Ja, meine zweite schnelle Runde hier, die werde ich zwar auch noch angehen, doch ich werde jetzt nicht hardcore reinpushen, ich habe auch nicht einen frischen Satz Reifen benutzt, ich nehme einfach den alten Satz. Wir werden einfach, ja, gucken, wie, was, wann. Wir werden einfach mal schauen, was für Pace im Nassen drin steckt. Hier beim Rausruffahren richtig gerutscht und da geht's mal mit ein paar Tausendstel plus rein. Ich hasse eigentlich Starkregen und ja, die Full Wets, wir wissen es ja, sind auch nicht gerade die Lieblingsreifen von manchen Formel 1 Fahrern. Dennoch müssen wir sie einfach jetzt hier aufziehen, jetzt mal hier in die erste Kurve rein. Das ist halt, ja, schwierig zu fahren, diese langgezogenen Kurven einzuschätzen, wann man dann Full Speed, wenn man einlenken kann, wann sonst was geht. Es ist halt wirklich sehr, sehr extrem. Doch wir konnten es bis jetzt gut meistern. Und 2 Zehntel habe ich auch gefunden hier im ersten Sektor. Und da gibt es auch eine ordentliche Verbesserung. Ja, und dann direkt hier verbremst und alle 2 Zehntel hier in dieser, ja, engen Kurve liegen lassen. Das ist eigentlich meine Lieblingskurve im Trockenen, aber im Nassen ist es halt sehr, sehr schwierig und da kommt es halt, dass man nur mit so einer Zehntel, knapp einer Zehntel Vorsprung hier irgendwie, mein Gott, halt, wir rutschen hier so hardcore aus der Kurve raus und ja, da geht es zwar mit ein paar Tausendstel rein in die Kurve, aber ja, ich mache mir jetzt auch keine großen Hoffnungen mehr, es könnten 4-5 Zehntel mindestens sein, ich will jetzt nicht flexen oder so, wie wir wissen, es war gerade allein im ersten Sektor, waren schon 2,5 Zehntel. Und jetzt, ja, zum Schluss sind es dann dennoch 5 Zehntel geworden, aber es hätten locker so 7 bis 8, vielleicht sogar, wenn ich mich nicht so blöd angestellt hätte, eine Sekunde wären können. Hätte, wäre, wenn. Wir starten dennoch vom letzten Platz. Wo wären wir gelandet? P14. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Bottas, Perez, Hamilton, Leclerc, Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Albon, Stroll, Tsunoda, Hülkenberg, Sargent, Norris, Magnussen, Doohan, Joe, De Vries, Liam Lawson und der Wissenschaftler. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir starten neben dem Liam. Liam Lawson, auch bei uns hier schon im Game drin. Nein, er hat natürlich hier, der war schon drin, bevor er bekannt wurde, dass Daniel Ricciardo übernehmen wird. Alter, der Fries ist hier gestanden. Warum stehen die alle so? Hä? Das war für mich gar... Ja, ich bekomme die Verwarnung. Wo soll ich denn hin, Bro? Wir fahren hier auf Schwierigkeit 95. Wie da? Ja, Mann. Was ist denn hier los? Das ist ganz, ganz weird. Also gerade, das hat mir so ausgesehen, als ob die alle irgendwie einen richtig grottigen Start hatten. Das ist sehr interessant. Hier außen, ja, da müssen wir ein bisschen... Ja, jetzt hier können wir außen an ihm vorbeigehen. Es ist halt wirklich eng hier. Und die Kiesplätze sind halt oldschool und da musst du aufpassen. Jo, da quetschen wir uns noch durch P14. Ja, das war schon mal eine interessante Anfangsphase. Der erste Sektor ist geschafft und 8 Plätze sind wir weiter vorne. Das könnte heute wirklich gut werden. Wir sind auf die gelben gegangen. Ich werde wirklich heute die komplette
Palette auspacken. Wir werden zum Schluss dann auf Rot gehen, weiß aber nicht genau, ob sich das ausgehen wird. Wir wissen ja, ich muss da eventuell auf irgendeine Safety Car, Red Flag oder irgendwas hoffen. Na, Red Flag wäre nicht so gut. Also ich muss eventuell auf Safety Car oder VSC oder irgend sowas. Dann nehme ich das 100 Meter Schild mit. Das ist gar nicht gut. Aber for real, das steht hier wirklich verdammt knapp an der Streckenbegrenzung dran. Es ist irgendwie nervig. Also ich will das auch irgendwie nicht, dass das zu knapp da dran steht. Man hätte sich da wirklich was Besseres einfallen können, lassen können. Jetzt hier gegen Logan, ja, der wird ein bisschen früher bremsen. Ja, und ich ganz, ganz spät hier drauf. Und vor uns, da geht's da richtig ab. Piastri, Gasly und auch Magnussen, oder wer ist das? Langer Name. Die kämpfen da alle ein bisschen. Gerade so dieses Mittelfeld ist sehr umkämpft. Ja, es ist Yuki. Und das ist eng. Ja, da komme ich mit dem Vorderreifen ein bisschen ins Gras. Ich pushe mich halt bis zum Limit. Und manchmal dann leider auch drüber hinweg. Und wir müssen halt einfach hier wirklich, wie gesagt, einfach let's go, keep pushing. Und jetzt sind wir hier an dieser Kampfgruppe richtig dran. Gasly, geh am Piastri vorbei. Und wie können wir hier den Double Overtake machen? Außen geht's ja in Turn 3 an Pierre Gasly nicht vorbei. Aber eventuell dann hier in Turn 4. Und das reicht dann tatsächlich. Ich gehe da wirklich ganz, ganz weit mit dem linken Vorderreifen direkt an dieser weißen Linie dran. Und wir übernehmen hier P11. Wir kratzen schon an den Punkten. Und das in Runde Nummer 3. Die Pace ist wirklich unfassbar. Also wirklich, das kein Vergleich zum letzten Rennen. Falls ihr das nicht gesehen habt, das war natürlich Monaco. Aber schaut gerne oben rechts vorbei, da ist die Playlist drin. Alle drei Seasons. Also ich bin da wirklich stolz, dass wir das so durchgezogen haben. Wir konnten schon ein paar Siege holen, aber für den ganz großen Coup hat es leider nie gereicht. Konstrukteur und auch Fahrertitel war noch nicht drinnen. Aber ich denke mal, diese Season könnte uns wirklich weit nach vorne bringen. Jetzt einmal hier an Yuki uns dran arbeiten. Wir sind noch aus dem Sekundenfenster draußen. Es gibt auch noch kein DRS. Also das ist... Ja... Yuki wurde von Albon überholt, jetzt sind wir aber mal an Albon dran, denn der Fight ist auch nicht an ihm vorbeigegangen. Es sind jetzt nur noch 2 Zehntel Rückstand und wir könnten das, glaube ich, auf der Start- und Zielgeraden mal zumachen und ihn da wenigstens mal holen, den einen Punkt, die Ehre. Und ja, der Windschatten-Effekt ist halt wirklich ganz, ganz krass. 345 ist zwar jetzt nicht ganz, ganz so schnell vom Topspeed her, aber man muss halt sagen, wir sind halt auch nur in Spanien und nicht in Aserbaidschan. Oder halt auch in Las Vegas oder so. Also mit diesen ganz, oder auch natürlich Mexiko mit diesen ganz, ganz langen Geraden. Also Mexiko, da freue ich mich echt schon auf den Topspeed-Wert. Da wird es echt interessant werden. Und wir waren ja diese Season schon mal bei 364. Ganz, ganz eng hier an Yuki. Ganz spät rausgezupft. Und das ist Platz Nummer 9. 2 Punkte, wir verdoppeln. Ja, Lewis Hamilton hier wieder mit der China-Strategie. Ich denke mal, der ist auf einer ähnlichen Strategie wie wir. Der ist auf weiß gestartet. Also der traut den gelben Reifen nicht zu, so circa 12 bis 13, 14 Runden auszuhalten. Ich traue es den gelben ehrlich gesagt zu. Und ich muss halt auch auf Risiko gehen, denn wenn du von ganz hinten startest, ist da halt wirklich nichts anderes drin. Er ist aber in der Connets vor uns. Und dieser Windschatten, dieses DRS, das ist halt wirklich halt krass. Im letzten Sektor brauchst du keine ES, da sparst du dir alles auf. Und dann kannst du auf der Start- und Zielgeraden easy going hier vorbeirushen. Das ist so cool. Das macht halt wirklich Spanien hier zu meiner absoluten Favorite-Strecke im Punkt der ganz, ganz hinten starten, Strafen und so weiter nimmt. Valtteri Bottas und auch Hamilton, die kennen wir ganz gut vom letzten Rennen. Wir kamen dann beide nicht vorbei. Aber weiter vorne sind die Red Bull hier am Werk. Das scheint mir heute easy für Red Bull zu werden. Runde Nummer 9. Wir konnten uns zwar gut absetzen von Esteban, kommen aber irgendwie dem Bottas nicht richtig nach. Schon allmählich werden auch die Reifen kaputt. Und wir müssen halt wirklich jetzt überlegen, welche Strategie werden wir gehen. Ich starte zwar immer mit einer gewissen Idee an Strategie, aber meine eigentliche Strategie, ja, ist eigentlich immer erst im Rennen. Denn ich muss immer gucken, wie lange die Reifen halten, wie die Pace auch ist. In manchen Kurven, in manchen Strecken bist du halt dann wirklich auf dich allein gestellt. Wir sind hier auf dem 2. Platz, Perez nur noch nicht in der Box und Verstappen war schon drin, wir sehen es, er ist jetzt 10,7 Sekunden, er ist meine Referenzzeit so ein bisschen und ich warte natürlich jetzt noch einmal ab, eine Runde gehen wir noch, ich wollte eigentlich nur bis Runde Nummer 13 draußen bleiben, dachte mir aber dann vielleicht, hey, halten die Routen dann doch nicht so lang und ja, 11 bis 23 ist das Pit Window für die roten Reifen, Lewis ist jetzt auch schon wieder da. Wir erinnern uns, der war ja nur knappe 7 Sekunden oder so weg. Jetzt ist er nur noch
10 Sekunden hinten und der ist natürlich auf den Roten und da hinten der mit Abstand schnellste. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen anziehen, die Pace. Wird aber nicht mehr möglich sein. Jetzt ist Nico Hülkenberg draußen und es gibt VSC, Leute. Betteln wir, dass dieses VSC bis zur Boxengasseneinfahrt halten wird. Normalerweise ist ein VSC nicht so lang, aber ja, es wäre natürlich so bombastisch, wenn wir heute durch dieses VSC einfach mal ja ein paar Plätze geschenkt bekommen würden. Wir wissen ja, durch VSC, glaube ich, ist die Time, ja, circa eine, also die Pitstop-Delta-Time circa eine halbe, ist die Pitstop-Delta-Time circa die Hälfte. Also das wäre natürlich dann, das würde uns unnormal helfen. Und hier im letzten Sektor, wenn ich einen asozialen Trick an, wir wissen, warum wir die 13 Sekunden und jetzt probiere ich dann einfach mal full durch zu rushen, um mir dann nochmal ein, zwei Sekunden rauszuholen. Ich weiß ja, das VSC wird sicher bald enden. Und sobald du hier in der Box drin bist, ist es egal, ob du mit einem Plus oder mit einem Minus reinkommst. Du kannst einfach Full Speed hier rein crushen. Das ist cool. Ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig legal, aber ja, das kann jetzt auch keiner kontrollieren. In Real wäre das wahrscheinlich eher so ein Kriterium PDF, ja. Zum Schluss. Ja, wir werden hier mal auf den vierten Platz zurückfallen. Na, fünfter Platz. Oh, sechster Platz. Okay, das ist natürlich jetzt gar nicht gut. Aber es ist natürlich auch perfekt, weil man den Virtual Safety Car fährt noch und gleich wird es dann enden. Und wir haben halt unseren ganzen Vorsprung hier geschenkt bekommen. Wir haben Bottas ehrlich gesagt nur durch das VSC überholt. Jetzt sind wir auch hier an George Russell dran. Wir haben die frischesten Reifen da vorne und auch die weichesten. Ja, außer natürlich Lewis Hamilton, der hat natürlich auch die gleichen Reifen drauf. Jetzt hier aus der letzten Kurve raus im Windschatten. Vielleicht könnte das jetzt schon reichen, um Russell hier ein Schnippchen zu schlagen. Im Windschatten, ja, das reicht locker. Guckt euch das mal an. Fastest Lap, eine 1.11.8. Das ist wirklich stark. Und ich frage mich halt auch, ob wir in der dritten, oder in der vierten, fünften oder sechsten Season, weiß auch nicht genau, wie viele Seasons wir brauchen, um einen Weltmeistertitel zu holen, ob wir dann eventuell schon, ja, hier irgendwie die unter 1.10 fahren können. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Das Gute ist, hier vor uns hat sich eine kleine Gruppe gebildet. Das sind halt genau die drei, die ich noch überholen muss. Perez, Sainz und Hamilton. Da hat sich eine kleine Gruppe gebildet und wir können den Jungs richtig gut folgen. Wir werden denen jetzt richtig Druck im Hintermachen, unterm Hintermachen. Feuer und Arsch, sagen wir mal. Und jetzt hier an Checo mal. Ja, ich glaube, den könnten wir Startziel holen. Der Exit ist natürlich wichtig in der letzten beiden Kurven, um da bestmöglich dran zu kommen. Aber ja, ich glaube, das könnte reichen. Also, sagt, die Reifen sind auch noch okay. Es hat schon ein bisschen gebraucht, hier dran zu kommen an den Jungs. Und die sind dann natürlich auch ein bisschen so im Fight selbst drin. Was dann halt für mich auch bedeutet, ich muss hier noch umso mehr aufpassen. Doch in Turn 1 können wir hier mal reingehen und holen uns hier mal den Checo. Dann haben wir Sainz und Hamilton noch. Ob wir beide noch holen werden, das ist für mich fraglich. Also Verstappen ist für mich jetzt mal out of position, also den werden wir safe nicht mehr bekommen, das ist mir ehrlich gesagt auch klar. Doch Sainz und Hamilton, das wäre noch eine gute Sache, wenn wir die beiden hier noch irgendwie bekommen würden. Und ja, das schaut doch gut aus, wir kommen hier echt sauber dran an die Jungs. Und ja, ah, der Rutscher von Sainz, das bedeutet halt wirklich, der seine Reifen oder er auch selbst ist am Limit, um hier an Hamilton dran zu bleiben. Ist ja auch klar, Hamilton mit den roten Reifen, aber die werden auch schon abbauen. Ich sehe es ja bei meinen, wir haben schon 17% nach ein paar Runden. Also diese roten Reifen sind halt wirklich für Spanien nicht gerade die beste Wahl. Und alle, die was von gelb auf weiß oder von weiß auf gelb gegangen sind, glaube ich, haben da hier auch eine gute Chance, eine gute Position zu holen. Ich weiß auch nicht genau, warum das Spiel jetzt unbedingt will, dass ich nochmal in die Box reinkomme. Ich war ja schon drin und habe mir Ruhe geholt. Jetzt hier im Windschatten locker. Da gehen wir an Sainz vorbei. Die Aufholjagd geht weiter. Lewis ist nämlich auch nicht mehr weit weg. Da lassen wir ihm noch genug Platz, dass Sainz hier atmen kann. Wir wissen ja, wie das sein kann, wenn du hier zu im Bedrängnis gerätst. Lewis wird jetzt gejagt. Hier die eine Runde muss sitzen, denn ich weiß nicht genau, ob ich es noch eine zweite schaffen werde, die Reifen am Leben zu halten. Es ist unfassbar. Unfassbar eng hier. Und ich hoffe, wir werden uns wenigstens den zweiten Platz. Und was wäre denn bitte für ein geiles Ergebnis? Wir starten von der letzten Startreihe, vom letzten Platz. Und holen einfach
20 Blitze hier auf. Also das ist for real. Wow. Das ist for real. Wow. So, hier im Windschatten. Jetzt sollte es dann bald reichen. Letzter Sektor. Fahren wir schon ein bisschen versetzt. Kampflinie von Hamilton ist nicht da. Aber wir fahren mal ein bisschen versetzter, um ihn hier zu signalisieren. Bro, mach schneller. Wir drücken hier an, um ihn vielleicht auch ein bisschen in den Fehler zu drängen. Jetzt hier Start, Ziel, geht's runter. Windschatten on und wir sind schon bei der Hälfte hier an Lewis Hamilton vorbei. Zack, da kommt der Scherer und wir gehen nun auf den zweiten Platz, Leute. Das hätte ich mir nie träumen lassen können. Wirklich, wir starten vom letzten und schaffen es tatsächlich, natürlich klar verfolgt, dass wir es hier auf den zweiten Platz als Ziel schaffen. Das wäre natürlich heute, ich wäre für mich selbst der Driver of the Day. Und ich glaube auch für euch, ich bin heute echt ein sehr solides Rennen gefahren und das hat so verdammt viel Spaß gemacht. Aber hier gucken wir jetzt mal die Replays an. Und das ist einerseits mal gegen George Russell, dann hier ran. Ja, erste Kurve ist halt wirklich toll zu überholen. Man kann hier den Gegner so heftig nach außen, ja, ich will nicht sagen heftig nach außen drängen, aber dazu bewegen, dass der Gegner nachgibt, weil halt eben wirklich viel Platz hier ist. Dann noch hier gegen Checo Perez und hier dann schlussendlich gegen Sainz mal. Und das war halt wirklich sehr solide mit dem neuen Design. Das wird aber vielleicht, wenn das Video online kommt, gar nicht mehr im Spiel drin sein. Und jetzt hier noch gegen Lewis Hamilton. Und das war wirklich spitzenmäßig. Wir konnten uns sogar hier besser positionieren, vor ihm da raus gern. Und das war's dann. Das war ein wirklich unfassbar geniales Rennen. Wir sind jetzt auch schon in der letzten Runde angekommen. Und das könnte heute wirklich, nein, das ist die vorletzte Runde, sorry. Das wird heute ein sehr geiles Ding werden. Ich hoffe natürlich, ja, ich weiß, gegen Max werden wir kein Land sehen, weil halt einfach meine Reifen auch jetzt zu diesem Zeitpunkt schon tot sind. Aber wenn ich diesen zweiten Platz, sagen wir mal, dieses Podium mitretten kann, das wäre wirklich schon solide und toll und das wäre eine 1A-Leistung, was ich so echt schon lange nicht mehr gebracht habe. Jetzt hier noch einmal, ja, zweimal, drei DS gibt es noch, also Startziel, diese hier und dann nochmal diese hier. Und dann haben wir es geschafft, dann können wir uns hier wirklich Grand Prix-Sieger von Spanien nennen. Und das ist wirklich, wow, nein, Grand Prix-Sieger nicht, sorry, was rede ich denn hier für eine Scheiße. Dann können wir uns wirklich hier Podestplatzierung von Spanien holen und wow, es ist ein geiles Rennen. Die Box will immer noch, dass ich jetzt stoppe, ich weiß nicht genau warum, ich war zu einem guten Zeitpunkt drin, wir waren Runde 14 oder so, oder 13 waren wir drin, ihr habt sie gesehen. Und jetzt wollte ich immer noch, dass wir das schaffen. Boah, Hamilton kommt jetzt hier angeschossen, jetzt habe ich kaum mehr Sache zum Verteidigen und da vertue ich mich so ein bisschen. Und ja, jetzt bekomme ich ordentliche Bedrängnis, wir sehen es auch. Max Verstappen kommt da weg, der zieht da gerade ein bisschen davon, 4,6 sind sie jetzt schon, also eine knappe Sekunde. Hat er in einer Runde da jetzt auf uns gut gemacht. Liegt aber vermutlich auch dran wirklich, dass meine roten Reifen schon so langsam dem Ende sich neigen. Es gibt auch nur noch eine DRS-Zone und natürlich noch ein Stückchen von der Start- und Ziel, aber ja, du brauchst mindestens bis zur Hälfte, dass du da irgendwie nur mit DRS-Hilfe drankommst und dann bis Ende der Geraden, dass du da vorbeikommst. Hier könnte es tatsächlich nochmal werden, ein guter Exit in dieser Kurve wäre wichtig gewesen, aber der war nicht da. Da ziehen wir nach links rüber und ja, da lassen wir Lewis ein bisschen außen vor. Ja, mit diesem Dreck auf den Reifen, da setzt sich Hamilton direkt neben uns. Wir können ihn aber hier noch gerade so abdecken. Ja, wird dann doch noch mal zum Schluss ein richtiger Krimi hier zwischen uns und dem Mercedes. Letzte, vorletzte Kurve hier durch. Jetzt noch mal die letzte und da setzt sich Hamilton fast noch mal an uns dran. Ja, die letzte Runde war ich ordentlich unter Druck. Wir konnten trotzdem unser Podium hier, ich will nicht sagen retten, denn unser Rennen war wirklich stark. Nur die letzte Runde war jetzt wirklich sehr schwächelnd. Gucken wir uns mal das Podium an, wo wir mal wieder draufstehen werden. Wir haben es dann schon langsam zum WM-Rivalen von Leclerc. Ein weiterer großer Preis von Spanien ist vorüber. Was für ein außergewöhnliches Rennen. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren.
Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Und mit dieser Positionierung schaffen wir es tatsächlich. Wir setzen uns hier an die Spitze der Weltmeisterschaft. Wir führen das erste Mal in 3 Seasons eine Weltmeisterschaft, eine Fahrerweltmeisterschaft an Konstrukteurs-WM. Sind wir weit hinten, Lando heute wieder punktelos, war ein bisschen ein schwaches Ergebnis. Ja, aber bei dem Start, was soll ich euch sagen, da ging auch, glaube ich, nicht mehr für ihn. Da muss man echt sagen, Gott sei Dank ist er da nicht irgendwie, ja, irgendwie Opfer geworden von jemandem, der ihn da hinten drauf fährt, weil... Das war heute echt nicht gerade das Feinste vom Startmäßig her. Qualifiziere dich im P10, ja, habe ich nicht geschafft, aber auch Lando glaube ich nicht, oder? Doch, na sicher, Lando hat es geschafft. Achso, das zählt dann nur für mich, das sind meine Ziele und nicht die Teamziele. Ja, wir nehmen hier mal wieder ein bisschen was mit, ich darf wieder hier nichts machen. Also das ist schade, aber jetzt haben wir auch mal 16 Millionen, ich werde jetzt mal ein bisschen was rausballern. Baller los, wir hauen hier jetzt mal Aero-Triebwerk. Boah, das ist alles so teuer, das ist wirklich unfassbar teuer. Ja, das kaufen wir. 5 Mille geben wir jetzt mal auf. Ja, geringer Kontostand. Und für heute war es mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich auch gerne freuen, falls ihr noch nicht habt, dass ihr gerne mal kostenlos hier abonniert. Danke für euren Support und lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Und schaut auch gerne auf Instagram, Matthew_Gaming und auch gerne auf TikTok, auf It's_Tobi. Macht die 13k dort voll. Wir sind 12.600 und ein paar zerquetscht. Nein, nicht ein paar zerquetschte. Gestern waren es, glaube ich, noch 37 oder so. Also schaut gerne da mal vorbei, falls euch mein Content gefällt. Falls ihr von dort kommt, vielen, vielen Dank. Wir werden heute auf jeden Fall noch andere Videos auf TikTok auch online kommen. Mit dem Carlos Sainz Rival. Und für heute soll es mal gewesen sein. Morgen oder übermorgen geht es hier wieder weiter. Aber später, wie gesagt, auf TikTok. Bis dahin, bye.